Immer wieder kommt es wegen verlorener Ladung zu folgenschweren Unfällen auf deutschen Autobahnen. Leichtsinn beim Transport, vor allem jetzt zur Urlaubszeit, kann tödlich enden. Achten Sie auf Sicherheit, wenn Sie mit Ihrem Auto auf Reisen gehen? Stimmen aus Schwerin. Meistens versuche ich es reinzulegen oder Gepäcknetz etc. Gurte. Ne? Permanent sieht man das. Auf der Autobahn, auf der Landstraße. Immer wieder. Ich muss ja sichern. Ja. Ich muss ja sichern, ja. Sie müssen sichern? Ja. Ja. Wie sichern Sie? Mit Gurten. Ich habe da hinten Gurte eben drin. Es gibt leichtsinnige Leute. Aber die machen das nur so lange, bis ihnen mal selber was passiert. Ne? Ich habe mal gesehen, dass jemand hinten auf dem Transporter Holzlatten transportiert hat. Und die waren meiner Meinung nach nicht gut gesichert. Also das ist eine große Gefahr dann auch für alle. Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich, nicht wahr? Ne? Die Ladung müssen abgesichert sein, das ist richtig. Ja, für sich selbst und natürlich auch für andere. Und damit ist es 10 nach 12. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, der steht ja jedes Mal vor der großen Herausforderung, diese vielen Taschen, die Fahrräder und das Spielzeug für die Kinder im Kofferraum zu verstauen. Da, alles muss rein. Auf Sicherheit wird allerdings nur bei den wenigsten geachtet, was fatale Folgen haben kann. Mit 50 km/h gegen die Wand. Ein vollbepacktes Auto im Crashtest. Wenn Gepäck nicht richtig verstaut ist, werden Liegestühle, Koffer und Kühlbox zu gefährlichen Geschossen. Das Ergebnis? Erschreckend. Wir sind unterwegs mit Hubert Paulus vom ADAC. Wollen wissen? Wie gut oder wie schlecht packen die Deutschen ihre Urlaubsautos? Und wie kann man es besser machen? Der Rastplatz Irschenberg südlich von München. Iris und Stefan Stark sind mit Tochter Fiona und Mischlingsrüde Paddington unterwegs. In der extra angefertigten Hundebox sitzt Paddington relativ sicher. Gut ist auch, dass die schweren Koffer unten liegen. Hat die Familie also alles richtig gemacht? Gefährlich ist diese Matte, die sehr lose auf der Hundebox liegt. Die kann durchaus bei einer Frontalkollision hier über die Kopfstütze noch wandern und dann geht die voll auf die Köpfe der Insassen. Die hat ungefähr 2 Kilogramm, 3 Kilogramm. Wenn man hochrechnet mal 50, das ist dann die Gewichtskraft, die auf die Insassen wirkt, wären schon 150 Kilogramm. Und das kann zu schweren Kopfverletzungen oder Halswirbelsäulenverletzungen führen. Wenn Familie Stark ihr Gepäck höher lädt als die Rücksitze, braucht sie ein Trennnetz wie dieses und sollte es auch benutzen. Das ist normalerweise unten, aber das hat man jetzt einfach heute Morgen in der Eile vom Packen vergessen. Sobald auch Babypuppe Hanna angeschnallt ist, kann es losgehen, in diesem Fall nach Salzburg. Benutzen Sie also ein Netz oder noch besser ein Gitter für den Kofferraum. Wir sprechen eine Familie aus Bayern mit 2 Kindern an. Daniela und Michael Reischel haben vieles richtig gemacht. Oh. Doch was hat Hubert Paulus diesmal gefunden? Diese Getränkebox, schauen Sie. Da sind Flaschen drin, das ist ein wahnsinniges Verletzungsrisiko. Also wenn es geht, würde ich die Box auch sogar unten hinstellen. Man kann nämlich das größere Kind die Füße draufstellen. Das ist der Test vom ADAC. Was passieren kann, wenn die Kühlbox nicht richtig befestigt ist, zeigen wir Familie Reischel im Crashtest-Video. Gegenstände gehören nicht auf die Sitze. Deshalb packen Sie schweres Gepäck wie bei den Reischels nach unten und möglichst dicht an die Rücksitze. Mit der Kühlbox im Fußraum fährt die Familie nicht nur sicherer, Tochter Josephine sitzt auch noch viel gemütlicher. Hallo! Diese Großfamilie aus Baden-Württemberg ist mit 2 Autos unterwegs, nach Österreich zum Walchsee in Tirol. Zum ersten Mal geht Lotta mit auf Reisen. Der Labrador-Welpe sitzt sicher in der Hundebox. Im 2. Auto sieht alles erstmal ordentlich aus. Aber reicht der Sichtschutz als Absicherung aus? Und ist das Gepäck auch gut verstaut? Dieser Bollerwagen, der wird mit Sicherheit beim Crash nach oben wandern. Er wird sich wahrscheinlich durchdrücken in der Dynamik und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Hinterköpfe der Passagiere gelangen und könnte da schwere Verletzungen verursachen. So wie hier im Crashtest-Video des ADAC.
Hier sind es nur Dummies, die die volle Wucht des schlecht gesicherten Gepäcks abbekommen. Und hier sind es nur 50 km/h. Bei einem echten Unfall wäre das Familienauto vielleicht noch viel schneller unterwegs. Herr Paulus, wie kann man das hier besser machen? Zusammen mit Hubert Paulus packt die Familie den Kofferraum neu. Der Bollerwagen kommt unter die Koffer und dann wieder schweres Gepäck nach unten, die leichten Taschen obendrauf. Am Ende wird alles mit Zurgurten gesichert und mit einer Decke. Ganz wichtig, die Gurte sollten Metallschnallen haben, das hält besser. Das ist quasi über Kreuz abgesichert, mit der Decke können auch keine kleinen Gegenstände mehr nach vorne katapultiert werden. Und wenn wir jetzt den Sichtschutz nur drauf machen, dann ist das eigentlich die sicherste Ladungssicherung. Mit Decke und Zurgurten geht es jetzt weiter Richtung Süden. Ja, war super interessant. Und in Zukunft werden wir das beachten. Ganz, ganz sicher. Ja. Mit diesen Tricks im Gepäck kann die Familie mit gutem Gewissen weiterfahren. Er gilt als einer der gefährlichsten Bankräuber der Republik. Andreas B. hat schon 21 Banken in Deutschland ausgeraubt und wurde bundesweit als Tresenspringer bekannt. Als er auf Bewährung freikommt, überfällt er offenbar erneut eine Sparkasse. Jetzt hat die Polizei den 51-Jährigen geschnappt. Leipzig vor 2 Monaten. Eine Bankangestellte öffnet ahnungslos die Tür und wird brutal überfallen. Der Täter soll Andreas B. sein. Nur rund 10.000 Euro kann er in der Sparkassenfiliale erbeuten. Als er aus der verschlossenen Tür nicht fliehen kann, springt er aus einem Fenster 4 Meter tief. Doch jetzt hat sich die Gefängnistür hinter ihm geschlossen. Im Ergebnis einer eingehenden kriminaltechnischen Tatortarbeit und einer Untersuchung der dort gesicherten Spuren kam es jedoch dazu, dass es Hinweise auf einen 51-jährigen Mann gab. In einer Tiefgarage ist der Mann festgenommen worden, ein alter Bekannter der Polizei. Er wurde im Jahr 2003 durch das Landgericht Stuttgart wegen mehrerer Überfälle auf Geldinstitute in Baden-Württemberg, in Hessen und auch in Sachsen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Vor 3 Jahren wurde Andreas B. auf Bewährung entlassen und zog nach Leipzig. Spätestens vor 2 Monaten schlug er offenbar wieder zu. Doch auch 3 weitere Banküberfälle in Leipzig und Umgebung verliefen in den vergangenen 2 Jahren ganz ähnlich und könnten ebenfalls von Andreas B. begangen worden sein. Wir werden natürlich prüfen, ob der Beschuldigte auch möglicherweise als Täter der zuvor geschehenen Taten in Betracht kommt. Doch egal, ob er während seiner Bewährungszeit nun 1 oder mehrere Banküberfälle begangen hat, schon bei seiner letzten Verurteilung forderte der Staatsanwalt die Höchststrafe von 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Darauf könnte diesmal das Urteil hinauslaufen. 2 Räder gucken aus dem Wasser heraus. Der Rest des Traktors ist in einem Weiher bei Hallandorf in Oberfranken versunken. Und mit ihm der Fahrer. Taucher können den 84-Jährigen nur noch tot bergen. Fast komplett ist der Traktor in dem kleinen Weiher versunken. Taucher versuchen noch, den Fahrer aus der verschlossenen Kabine zu befreien. Doch schnell ist klar, die Hilfe kommt für den 84-Jährigen zu spät. Der 84-Jährige war bereits am Vormittag mit seinem Traktor unterwegs. Er hat das Anwesen verlassen gehabt. Ein besorgter Nachbar hat sich dann zur Mittagszeit auf die Suche nach dem Mann gemacht, nachdem er bereits längere Zeit nicht zurückgekehrt war. Der Nachbar entdeckt den Traktorkopf über im Weiher und alarmiert die Rettungskräfte. Die müssen sich für ihr schweres Gerät erst eine Schneise durch den Wald schlagen. Kleinere Bäume werden gefällt. Der 84-Jährige war mit dem Trecker am Rand des Weihers offenbar über einen schmalen Grünstreifen gefahren, als die Räder wegrutschten. Das Fahrzeug geriet in Schräglage und kippte um. Die Kabine fiel dabei so unglücklich ins Wasser, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Seit knapp 2 Wochen fehlt von dem 6-jährigen Elias aus Potsdam jede Spur. Auf der Suche nach dem Jungen arbeiten die Ermittler auch mit ihren Kollegen aus Sachsen-Anhalt zusammen, wo im Mai dieses Jahres die 5-jährige Inga plötzlich verschwand. Denn auch wenn es bisher keine konkrete Verbindung zwischen diesen beiden Fällen gibt, sind beide Kinder von jetzt auf gleich verschwunden.
Der kleine Elias bleibt verschwunden. Die Polizei hat ihre Suchaktion in Potsdam eingestellt. Die Anwohner sind aufgewühlt wie am ersten Tag. Man hofft und bangt mit. Man hat selber Familie, man hat Enkelkinder, selber Kinder und ja, es ist fürchterlich, ist schrecklich. Wenn man selber ein Kind in dem Alter hat, ist man natürlich total betroffen. Also ich kenne den Jungen gar nicht, aber geht mir total nah. Vor zwei Wochen war Elias mitten im Potsdamer Stadtteil Schlatz verschwunden. Zuletzt hatte sich der erst 6 Jahre alte Junge auf dem Spielplatz direkt vor der elterlichen Wohnung aufgehalten. Die aufwendige Suche nach ihm war beispiellos. Nicht nur 1800 Polizisten und Feuerwehrleute waren beteiligt, auch hunderte Freiwillige waren in Potsdam unterwegs, anfangs sogar nachts, in der Hoffnung, Elias bald und lebend zu finden. Noch immer betreibt der freiwillige Suchtrupp seinen Versorgungspunkt im Wohngebiet. Ihm hat sich, wie viele andere auch, Gabi Franz per Facebook angeschlossen. Nicht nur sie verliert langsam die Hoffnung. Die Kräfte lassen auch nach. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist teilweise wirklich die körperliche Leistung. Und das muss man emotional auch noch mal wegstecken können. Ich suche hier ein kleines Kind, gehe 3 Tage raus und habe keinen Erfolg. Das greift auch die Seelen der Leute an. Was macht das mit mir? Das Verschwinden von Elias ist ohne Beispiel in Brandenburg. Ähnlichkeiten gibt es nur mit einem Fall im benachbarten Sachsen-Anhalt. Dort verlor sich im Frühjahr in einem Wald bei Stendal, rund 100 Kilometer entfernt, die Spur der erst 5-jährigen Inga. Das Mädchen ist bis heute nicht aufgetaucht. Wie sie wird Elias nun bundesweit gesucht, auch im Fernsehen. Hatte er einen Unfall oder wurde er Opfer eines Verbrechens? Wir alle hoffen, dass der Junge noch am Leben ist. Einzige Spur ist nach wie vor dieses Foto und die Beschreibung des Jungen. 6 Jahre alt, 1,10 bis 1,20 groß, schmächtig, blonde Haare, blaue Augen. Bekleidet war er mit hellblauen Jeans, einem weißen Langarmshirt. Wer auch immer etwas zum Schicksal von Elias sagen kann, wird natürlich gebeten, sich umgehend mit den Ermittlern aus Potsdam in Verbindung zu setzen. Seit dieser Sendung gingen hunderte Anrufe bei der Polizei ein. Ihre Auswertung dauert an. Rund 250 Meter vom Wohnort des Jungen ließ das technische Hilfswerk sogar den kleinen Fluss Nute ausbaggern. Doch mittlerweile hat die Polizei alle Suchtrupps aus dem Stadtteil abgezogen. Haben die Behörden Elias bereits aufgegeben? Vermisstensuchen enden grundsätzlich erst dann, wenn die vermisste Person aufgefunden wurde. Ermittlungen und auch die Suche in den Ausschreibungsmedien der Polizei, auch von anderen Ländern, die wird so lange anhalten, bis die vermisste Person gefunden wurde. Ihre aufwendigen Untersuchungen im Potsdamer Wohngebiet hat die Brandenburger Polizei zwar eingestellt, doch 60 Mitarbeiter einer Sonderkommission setzen nun die Suche nach Elias fort. Sie werben für den angeblich Heiligen Krieg und suchen immer neue Anhänger, die als Kämpfer in den syrischen Bürgerkrieg oder Irak ziehen. Radikal-islamische Salafisten haben einige Hochburgen in Deutschland und das hessische Hanau gehört dazu. Der Staatsschutz geht von rund 20 radikalen Salafisten in der Stadt aus, die den bewaffneten Kampf für einen islamischen Gottesstaat befürworten. Mindestens 4 von ihnen sollen derzeit in Syrien sein. Alhamdulillah, Allah hat es uns ermöglicht. Und wir sind seit einer kurzen Zeit hier im Dschihad. Samet D. Bis vor kurzem lebte der 21-Jährige in Hanau. Jetzt kämpft er für die Terroristen des Islamischen Staates und fordert in Propagandavideos auch andere dazu auf. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Du musst nicht ein Anabol-Junkie sein, der auf 3 Meter breit ist. Auch kleine Jungs sind hier. Aus dem Schüler- und Freizeitkicker ist ein radikaler Islamist geworden. Auch die, die ihn kennen, hat das völlig überrascht. Wie Yaouid Dasane, der in Hanau das islamische Begegnungszentrum leitet. Er hat auch unsere Freitagspredigt, die wir in deutscher Sprache halten, besucht. Für mich hat er eher so einen schüchternen Eindruck gemacht und vom Optischen her auch gar nicht so einzuschätzen. Deswegen waren wir alle sehr überrascht. Dasane glaubt, dass sich Samet vor allem durch Propagandavideos im Internet radikalisiert hat. Genauso wie die anderen mindestens 3 Jugendlichen aus Hanau, die sich Ende letzten Jahres der Terrororganisation angeschlossen haben. Die radikale islamistische Szene wird hier auf etwa 20 Personen geschätzt. Auch diese Moschee ist ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten. Der Verdacht, hier sollen sich die jungen Salafisten getroffen und radikalisiert haben. Als wir die Moschee filmen, fängt uns der Leiter ab und bittet uns herein. Er bestreitet alle Vorwürfe.
Keine von diesen Jungs waren nicht mal einmal bei uns in der Moschee anwesend. Wir kennen die Leute gar nicht von der Moschee. Und wenn die hier wären, wären die bestimmt nicht nach Syrien gegangen, nach unserem islamischen Wissensstand. In seiner Moschee, so der Leiter, werde ein friedlicher Islam gelehrt. Auf Deutsch gepredigt, jeder könne zuhören. Der Staatsschutz hat das Haus im Visier. Ein Ermittlungsergebnis steht aus. Ist Hanau wirklich ein Anlaufpunkt der salafistischen Szene? Viele sind nach den aktuellen Meldungen verunsichert. Das ist erschreckend, zumal ja überall auch diese Bücher verkauft wurden und wir ja da gar nichts machen können. Ne? Man steht da und denkt, Heute ist es Katastrophe. Wir haben Angst. Hier gehen wir zum Arbeit, von der Arbeit gehen wir nach Hause und dann jetzt muss mit Angst. Und im Rathaus der Stadt hat man von dem islamistischen Treiben lange nichts gemerkt. Das haben wir so nicht auf dem Schirm. Wir machen präventive Maßnahmen, aber 1600 Salafisten laut Land Hessen, in ganz Hessen, sie können niemand in die Köpfe hineinschauen. Aber wir müssen da alle miteinander wachsamer werden. Ein wichtiger Schritt, sagt auch Dasane. Er will mit seinem Team aber vor allem präventiv arbeiten. Zum Beispiel mit solchen regelmäßigen Gesprächsrunden. Thema zwischen den Muslimen, auch die Hanauer Islamisten. Natürlich, wir haben nicht mit das zu tun, aber am Ende die Rede über unseren Islam. Die Leute wollen auch aus diesem Radikalen raus, aber da ist irgendwo so eine Szene, die aufwächst, ja, Brüderlichkeit in einem gewissen Maße, ja, das ist alles, was wir suchen. Ja, ja, dann bleibt noch das Internet als Möglichkeit, sich Wissen anzueignen für viele Jugendliche. Und dort hat die härtere islamische Auslegung, sage ich jetzt mal, die Meinungshoheit. Das sei aber die falsche Auslegung des Islam. Davon sind hier alle überzeugt. Und so hat man so manchen Radikalen schon auf den richtigen Weg gebracht. Wenn man die vielen wunderschönen Seen in Sachsen sieht, dann glaubt man gar nicht, dass dort früher mal Braunkohle gebaggert wurde. Inzwischen locken die neuen Wasserlandschaften immer mehr Urlauber in den Freistaat. Und da wird dann gebadet, gesegelt, Wasserski oder Motorboot gefahren. Doch das Freizeitvergnügen sorgt auch für Zündstoff. Zum Beispiel an Sachsens größten Binnengewässer, dem Berwalder See. Trockenübungen für den Wassersportler. Nichts ärgert Sascha Barwig und seine Sportfreunde mehr, als bei gutem Wind nicht kiten zu dürfen. Bis Mai gab es einen Strandabschnitt speziell für Kitesurfer, Wasserski und Jetski-Fahrer. Dann verboten die Behörden diese sogenannten gefahrgeneigten Wassersportarten. Ein schwerer Schlag für den noch jungen Tourismus am ehemaligen Tagebauloch. Mit jedem Jahr sind es mehr Leute geworden. Und aktuell ist es halt so, dass an guten Tagen bestimmt 100 bis 200 Leute hier sind. Und wenn man sich mal so die Nummernschilder anguckt von den Leuten, die hier sind, sind, denke ich mal, der Anteil an Bürgern zum Beispiel aus der Tschechien oder Polen 30, 40, vielleicht sogar 50%. Ne? Nun meiden die Wassersportler den Berwalder See. Denn die Behörden fordern, dass die Wassersportgebiete gesondert gekennzeichnet werden. Mit speziellen Bojen, in der Fachsprache auch Tonnen genannt. Die allerdings sind unbezahlbar, sagen die Sportler, und aus ihrer Sicht auch unsinnig. Je nach Windrichtung ist es halt echt so, ne, dass der Wind mal von da kommt und mal von da kommt. Und dann, wo fängst du an, das Revier abzustecken und wo hört es auf? Ne? Und wenn du dann überlegst, alle 100 Meter sollte theoretisch eine Tonne sein. Dann ist hier der halbe See mit irgendwelchen Tonnen zugepflastert. Die Landesdirektion, die darauf achten muss, dass die Gesetze eingehalten werden, bleibt gelassen. Kitesurfen ist eben halt eine gefahrgeneigte Wassersportart. Und diejenigen, die diese Wassersportart betreiben möchten, müssen dann auch sich damit anfreunden, dass dafür Geld aufgebracht werden muss. Und das müssen sie aufbringen. Auch Andreas Gutsch ist verärgert und derzeit illegal auf dem See unterwegs. Der Münsteraner kommt seit Jahren mit der Familie in die Lausitz. Für sein außergewöhnliches Hobby, das Jetski-Fahren, war der Berwalder See bisher perfekt. Wenn es hier keine Lösung gibt, die dazu führt, dass wir hier nicht unser Hobby weiter wahrnehmen können, dann müssen wir leider woanders hinfahren, was ich persönlich sehr bedauern würde, weil wir die Region hier landschaftlich außerordentlich reizvoll finden. Also die Kombination von Fahrradfahren, Wassersport, Landschaft, wir sind totale Fans der Oberlausitz. Oberlausitz-Fans sind sie alle. Deshalb wollen die Kitesurfer jetzt Druck machen. Sie haben dafür einen Verein gegründet, der nach wenigen Wochen schon 40 Mitglieder hat. Und auch bei sächsischen Abgeordneten finden die Wassersportler Gehör. Das ist ganz ärgerlich. Nach Jahrzehnten Tagebau und Umweltzerstörung
gibt es jetzt wunderbare Seen und sofort beginnt die Reglementierung, Einschränkung. Der Tourismus hat gerade angefangen zu leben. Ich möchte, dass das Kiten auch in Zukunft möglich ist. Ich glaube, dass da ein Fehler gemacht worden ist bei den Verordnungen, den wir korrigieren sollten. Ob man sich gegen die Sicherheitsbedenken der Verwaltung durchsetzen kann, wird sich zeigen. Vorerst bleibt Jetski-Fahren auf dem Bärwalder See illegal und die Kitesurfer müssen weiter am Ufer ihre Trockensprünge machen. Kreuzfahrten liegen bei vielen Deutschen voll im Trend. Doch nicht selten gibt es am Ende der Reise eine böse Überraschung, wenn nämlich die Nebenkosten auf der Rechnung stehen und zum Beispiel die Getränke mächtig ins Konto schlagen. Sind All-Inclusive-Touren also insgesamt billiger? Wir haben mal hinter die Kulissen einer solchen Tour geblickt. Urlaub fast ohne Geldbörse oder Kreditkarte. Bei der All-Inclusive-Kreuzfahrt ist erstmal alles mit drin. Alle Mahlzeiten, die sonst hohen Trinkgelder und sogar alle Getränke an den Bars. Obwohl nicht ganz billig, boomt diese Art der Erholung. Genau gerechnet haben die meisten Gäste schon vorher. Man macht sich zumindest keine Gedanken. Also schmeckt und es ist toll und auf jeden Fall empfehlenswert. Über Geld spricht man nicht, macht man einfach. Man trinkt vielleicht ein bisschen mehr und das, ne? Aber man macht sich keine Gedanken über die Rechnung oder so, ne? Zwei Tage zuvor, Check-in an der Ostsee, Kurzkreuzfahrt für ein brandneues Schiff. Ausgebucht, rund 2500 Gäste haben die Tour in den Norden gebucht. Dieser Kegelclub aus Stadtlohn im Münsterland hat jahrelang für die Viertagestour Richtung Norwegen gespart. Wir wollten das mal. Wir wollten mal ganz was Besonderes erleben. Ja. Und so sind wir auch. Wir wollten mal seekrank werden. Ach du. Ja. 3 Jahre haben wir gespart, ja. Und haben dann einen kleinen Obolus jeden Monat extra bezahlt. Und man weiß ja, was sowas kostet. Und dann kann man ja dementsprechend drauf zusparen. Und dann macht man das mal. Ne? Mit 14 Keglern geht es auf Kreuzfahrt. Vor dem ersten Gang an die Bar heißt es aber warten. Denn mehr als 1000 andere Gäste wollen auch in dieser Stunde an Bord. Auf dem Schiff überprüft Küchenchef Robert Kien nochmal die riesigen Kühlhäuser. Fast alle Getränke im Reisepreis mit drin. Da muss auch das Lager voller sein als gewöhnlich. Ein bisschen mehr sollte man schon dabei haben, das reicht. Also sagen wir mal so, es gibt so eine magische Rechnung. Man rechnet so mit 3,5-4 Mal so viel, als wie wenn der Gast dafür bezahlen müsste. Kreuzfahrt ab Deutschland. Der Küchenchef weiß, dass das richtige Brot da besonders wichtig ist. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, hat man hinter den Kulissen einige Weichen gestellt. Auch am letzten Tag mit zum Nachhausenehmen. Generell Brot ist sowieso das Allerwichtigste für einen deutschen Gast. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten haben wir sich zurückentschieden von den 30 verschiedenen Brotsorten wieder zum Handwerk. Hefe mit Mehl, mit Wasser. So wie es früher das Brot gebacken wurde. Wo wir hin müssen. Balkonkabine auf Deck 6. Nachmittags um 3 darf sich Ehepaar Lücke endlich auf die Suche nach ihrem Zuhause auf See machen. Bei knapp 300 Metern Schiffslänge nicht ganz einfach. 60 müssen wir. Hier runter. Ja. Hier runter. So. Guck. 60, 21. Mal gucken, ob das passt. Koffer sind da. Rund 16 Quadratmeter mit Balkon. Die Kegler aus Stadtlohn haben auf ihren Ausflügen schon schlechter übernachtet. Klasse. Alles super. Wunderschön. Ja, und man muss ja auch so überlegen, die Jungfernfahrt ist vorbei und wir sind die Nächsten, die drauf sind. Also hat in meinem Bett erst einer geschlafen. Ne? Wir sind die Zweiten, die da drauf schlafen. Ne? Ablegen zur All-Inclusive-Kreuzfahrt. Alles mit drin. Dafür ist der Reisepreis mit durchschnittlich mehr als 200 Euro pro Nacht auch deutlich teurer als bei anderen Gesellschaften, wo mancher Trip im Angebot für die Hälfte zu haben ist. Natürlich teurer, aber wenn man sich das wirklich mal runterrechnet, wir haben vorher spaßeshalber einfach mal gerechnet, was wir jetzt heute schon in der kurzen Zeit, wo wir hier sind, einfach schon an Getränken ausgegeben. Und das ist, dann denkt man einfach nicht mehr drüber nach und denkt, Mensch, man hat einfach alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Im Endeffekt kommt es aufs Gleiche drauf raus, also ist egal wie rum. Also ja, wird genauso teuer, genau. Entweder vorher oder nachher. Am nächsten Morgen, das Schiff hat die Nordspitze Dänemarks passiert. 12 Grad und kalter Wind, die Kegeltruppe ist fast komplett auf Entdeckungstour.
Solche Ausblicke auf Deck 14 machen einfach nur Spaß. Ja, also man ist überrascht, was alles getragen wird. Nein, das ist eigentlich schon ein schönes Gefühl. Man wirkt ein bisschen einen Hauch der Freiheit und so. Das ist schon eine ganz vernünftige Geschichte. Wunderschön. Wir waren um 5 Uhr das erste Mal schon wach, da haben wir den Sonnenaufgang gesehen. Ja. Ja, dann habe ich auf dem Balkon gestanden, habe in die Weltgeschichte reingeguckt. Es war wunderschön. So, was haben wir da? Wenn die Reise läuft, bleibt für Küchenchef Rupert Kien keine Minute Zeit für Entspannung. Es ist erst die zweite Tour für das neue Schiff. Auch das Personal muss sich noch einspielen. Let's go, plating. Immer Vollgas. Immer schön Vollgas. Die Küche ist so aufgebaut, dass hinten die Vorbereitung ist. Dann geht es weiter zum eigentlichen Kochen. Und dann geht es ganz noch vor an die Anrichte, wo die Teller angerichtet werden. Und so hat jeder seine Station. Und wie man sieht, ist hinten jetzt ziemlich wenig los, weil wir schon beim nächsten Schritt sind, beim Fertigkochen. Und wenn das fertig ist, dann gehen die Leute nach vor und richten die Teller an. Eine Reise wie im Zeitraffer. Seetag, ein Tag in Kopenhagen und 6 Stunden Kurzstopp in Oslo. Mit echter Erholung hat dieser Trip nur wenig zu tun. Die Kegeltruppe hat sich inzwischen aufgeteilt. Landgänge mit gleich 14 Leuten, doch eher schwierig. Nee, das wollten wir auch im Prinzip auch gar nicht machen. Ne? Weil das ist ja, der eine will ein bisschen Sonne, der andere hat eine Sonnenallergie und der eine hat mehr Durst als der andere, nicht? Und dann ist es schon ganz gut, wenn man ein bisschen getrennt bleibt. Ne? Nee, wir haben so viel Spaß, ne? Das ist klasse, ne? Ja, geht ihr mit? Nee, ne? Nein, wir schauen noch mal mit dem Küchenchef im Lager vorbei. Nach 3 Tagen sind die Vorräte schon deutlich geplündert. All-inklusiv-Kreuzfahrt, da werden pro Tag knapp 17 Tonnen Lebensmittel und Getränke umgesetzt. Auch in der Küche läuft noch nicht alles perfekt. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das eine oder andere funktioniert dann nicht. Aber solange es der Gast nicht mitkriegt, ist das alles okay. Auch abends an der Bar ist jeder Drink mit drin. Für die Kegler aus dem Münsterland hat sich der höhere Grundpreis für die Reise auf jeden Fall rentiert. Ja, für den Kegelclub lohnt es jetzt auf jeden Fall. Ich meine, wir haben da unseren Beitrag gezahlt dann von 20 Euro monatlich. Ein bisschen gleich gespart, also eine Sache, die nicht großartig wehtut. Und ja, das kann man dann gut jetzt auf dem Schiff auch dann verfeiern. Ob nun Kegeltour oder lange Urlaubsreise, der Boom der Kreuzfahrten hält gerade in Deutschland weiter an. So, und jetzt zu einem Thema, wo buchstäblich der Wurm drin ist. Es geht nämlich um diesen Fußballplatz hier. Der liegt in Bergen auf Rügen. Sieht auf den ersten Blick eigentlich auch ganz gut aus. Das Problem liegt allerdings unter dem Rasen. Da ist es nämlich zu nass, sodass man oben drauf kein Fußball spielen kann. Teuer importierte Würmer aus Holland sollten das Problem lösen. Doch dann fing das Desaster erst richtig an. In der Stadt Bergen auf der Ostseeinsel Rügen wurde vor einigen Jahren dieses neue Fußballstadion gebaut. Doch gekickt wird hier fast nie. Der Platz ist unbespielbar. Denn unter dem satten Grün lauern hunderttausende Regenwürmer. Ein Problem, das sich die Stadt Bergen selbst eingebrockt hat. Denn sie hat die Würmer hier ausgesetzt. Verdammt Schiete, was hier mit den Bürgern gemacht wird. Hirnrissig für mich. Sehr traurig, ne? Weil das ja unsere Gelder sind, die da wegfließen praktisch oder vergraben werden. Ne? Rückblick. 2008 merkt die Stadt, dass im neu sanierten Stadion das Wasser nicht richtig abläuft. Die Lösung sollen 200.000 holländische Regenwürmer der Sorte Dutch Nightcrawler bringen. Sie sollen den Boden auflockern. Die Stadt investiert in die Spezialwürmer 8.000 Euro. Aber die Wurmkur ist ein totaler Flop. Deshalb plant die Stadt die ganz große Lösung. Der Rasen wird komplett ersetzt für satte 158.000 Euro. Das funktioniert aber wieder nicht, denn die meisten Würmer bleiben im Boden und verstopfen nun die Drainage. Jetzt sollen die Tierchen komplett raus. 19.500 Euro wird das kosten. Unglaublich. Ja, ich finde das irgendwie auch als Quatsch, dass sie das damals so gemacht haben mit den Regenwürmern und nun müssen sie plötzlich wieder weg. Ne? Das ist einfach so unvorstellbar, dass sowas passiert. Trotz allem hält man im Bergener Rathaus das ganze Würmerwirrwarr nicht für eine Steuergeldverschwendung.
Das ist definitiv keine Steuerverschwendung. Den Vorwurf weisen wir auch wirklich von uns, sondern wir gehen jetzt ganz verantwortungsvoll mit dem uns anvertrauten Geld um und wollen die Sache mit dem Stadion zum Ende bringen. Optimal ist das alles nicht gelaufen, da müssen wir auch nichts schönreden. Aber wenn wir jetzt Augen zu und durch, dann bekommen wir das alle gemeinsam auch wieder hin. Augen zu und durch halten die meisten Bürger von Bergen nicht für die passende Antwort aufs Platzdesaster. Ja, für mich ist es ein Witz. Hat viel Geld gekostet für nichts. Jetzt sind ja genug Angler hier auch vor Ort. Und dann sparen die sich das Geld und können ein bisschen mithelfen beim Regenwürmer absammeln. Denn die Stadt will jetzt die Würmer mit einer Chemikalie aus dem Boden locken und dann einsammeln. Ob die vermehrungsfreudigen Regenwürmer so endgültig verschwinden, wird die Zeit zeigen. Bis dahin ist im Bergener Stadion aber ordentlich der Wurm drin. Wenn nach dem Urlaub der Koffer wieder gepackt wird, kann schon mal das halbe Hotelinventar im Gepäck landen. Ne? Im Gepäck. Handtücher, Bademäntel, Kosmetik. Ja, ja, es gibt Gäste, die da offenbar nicht lange fackeln. Oder ist das womöglich sogar erlaubt? Es gibt Anstandsregeln, die Hotelgäste in jedem Fall beherzigen sollten. Hier kommt unser kleiner Hotelknigge. Vorfahrt an Düsseldorfs Nobelhotel Breidenbacher Hof. Jetzt stellt sich die Frage nach dem korrekten Auftreten. Selbstverständlich schleppt der Page die Koffer klaglos, auch wenn der Gast zur Bowlingmeisterschaft anreist und seine Sportgeräte im Koffer mit sich führt. Das sollte einem dann aber auch ein paar Euro Trinkgeld wert sein. Wer knausert, riskiert böses Blut. Was sich Profis natürlich nicht anmerken lassen. Wir erwarten es nicht, kann man auch gar nicht. Das fällt bei jedem Gast unterschiedlich aus. Und wir sehen es einfach als Wertschätzung. Und wir freuen uns, wenn es mal ein bisschen Trinkgeld bekommt. Aber man kann damit nicht planen, nein. Ferienhotel, also Freizeitlook, denken viele. Doch das kann für Irritationen sorgen. Adiletten und haarige Männerbeine am Buffet, da kommt anderen Gästen schnell das Frühstücksei wieder hoch. Dürfte ein absolutes No-Go sein, zumindest wenn es die anderen Menschen beeinträchtigt. Am Buffet gehört man irgendwo auch nicht in kurzer Hose, sondern man sollte schon gekleidet sein, dass man, wie man auch in ein normales Restaurant reingeht. Jeder sollte sich so weit unter Kontrolle haben, dass er am Frühstücksbereich und so weiter vernünftig angezogen ist. Auch so eine Sache, überladene Teller. Die werden nicht gerne gesehen, vor allem, wenn nachher die Hälfte liegen bleibt. Was ist denn? Keine Eier da? Tut mir sehr leid. Nun gibt es Zeitgenossen, die auch nach einem ausgiebigen Frühstück weiterdenken und die dargebotenen Speisen zur Vorratshaltung heranziehen. Wird ja ein langer Tag am Strand, also raus mit der Frischhaltebox. Spätestens jetzt ist mit dem Unmut der übrigen Gäste zu rechnen. Wird oft geduldet, ist bekannt, aber halte ich auch für nicht angebracht. Ist sicherlich auch eine Geschichte, die man nicht akzeptieren sollte. Und die, ja, sag ich mal, das Niveau eines Hauses, das das duldet, doch recht weit runterziehen würde. Hoteliers sehen das ähnlich. Bei uns ist es Gott sei Dank so, dass die Tupperware nicht zum Vorschein kommt. Die überladenen Teller sind, glaube ich, für jeden ärgerlich, weil die Sachen wandern einfach in den Müll und das ist überflüssig. Aber verhindern kann man es am Ende doch nicht. Zu einem rundum gelungenen Aufenthalt gehört für viele der Urlaubsflirt inklusive verstrecktem Körperkontakt. Moralische Bedenken gibt es da bei den meisten Hotelmanagern weniger, aber bezahlt werden muss das andere Bett dann schon. Also das ist jetzt nicht so, dass jemand hier sagt, ich buche ein Einzelzimmer und habe zufälligerweise eine zweite Person dabei. Gäste sind anstrengend, reisen aber Gott sei Dank wieder ab fürs Hotelpersonal, die Stunde der Wahrheit. Leere Flaschen, volle Plastiksäckchen, Sodom und Gomorra. Immer wieder gibt es Gäste, die Zimmermädchen für so eine Art Tatortreiniger halten, sind sie aber nicht. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben einen sehr starken Arbeitsaufwand. Wir brauchen wesentlich länger. Und manche Sachen sind auch einfach menschlich nicht so angenehm, wenn man das halt wieder wegmachen muss. Ne? Also wenn ich die Leute kriegen würde irgendwie, ich würde dann schon so Ruhrpott-mäßig sagen, kommt mal her, Jungs oder Mädels, und jetzt räumt mal schön auf hier, ne?
Doch Gäste lassen nicht nur Andenken zurück. Sie stecken auch gerne welche ein, vor allem in besseren Häusern, was im Falle von Sanitärprodukten grenzwertig ist, aber irgendwie so gerade noch akzeptiert wird. Wenn ein kleines Shampoofläschchen mal mitgenommen wird, ist das kein Problem. Es ist sowieso klein portioniert für jeden Gast. Wenn ein Gast natürlich einen Bademantel zum Beispiel mitnehmen möchte, würden wir uns natürlich freuen, wenn man uns einfach anspricht und fragt. Und wir haben eine Liste dafür, wo wir auch die ganzen Artikel gelistet haben, um sie dann zu verkaufen an den Gast. Bei Badehandtüchern und Regenschirmen sieht die Sache also schon anders aus. Und spätestens bei Fernsehern oder Möbeln hört der Spaß endgültig auf. Das denke ich. Und das Schönste im Hotel ist ja für viele Urlauber der Pool. Vor allem bei den Temperaturen zurzeit. Unser Reporter Peter Theissen, der freut sich auf seine Expedition Deutschland auch auf eine Abkühlung im Schwimmbad. Aber dann kommt alles ganz anders. Nach den Koordinaten geht's los. Ich heiße Alke Franzen und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Hessen. Und zwar genau nach Weilburg. Ein abgeblühtes Rapsfeld in der Nähe von Weilburg. Was sonst gibt es hier in dieser Gegend zu entdecken? In der Nähe ein kleines Dorf, Bermbach. Sengende Hitze, ich fühle mich wie ein Schatten meiner selbst. Hoffentlich öffnet sich hier eine Tür. Erste Annäherungsversuche an die Bermbacher. Hallo? Hallo? Wir sind zufällig hier gelandet und suchen hier nach einer interessanten Geschichte. Kann ich Ihnen leider gar nicht weiter, ich bin zugezogen. Nächster Versuch. Ein Schild am Haus sagt, die etwas andere Hundeschule. Das klingt doch mal interessant. Aber sind zufällig hier. Die Hunde sind mitteilsamer als das Frauchen. Weswegen? Zufällig. Haben Sie denn vielleicht einen Tipp, wo wir hingehen könnten? Ja, zum Beispiel unser Schwimmbad. Das war das ehemalige Löschbecken von der Feuerwehr und das ist mit Sicherheit sehenswert. Schwimmbad klingt gut bei dieser Affenhitze. Ich träume schon vom kühlen Nass, doch leider ist das kleine Freibad zu. Im Haus daneben aber taucht eine Dame auf der Terrasse auf. Um eins oder macht's auf? Um eins macht's auf. Ja. Ja. Was können wir bis dahin? Der Bademeister kommt hier nicht von hier, der ist von auswärts. Ach so, okay. Mhm. Ja. Das wäre. Was können wir bis dahin machen, bis eins hier im Ort? Was können Sie machen? Gasthaus gibt's hier nicht. Sie können sich irgendwo auf der Bank setzen in Ruhe. Okay. Und sind Sie verheiratet, haben Kinder? Natürlich, oder? Das ist mein Mann. Da kommt der Mann. Hat 60 Jahre mit mir ausgehalten. 60 Jahre, Wahnsinn. Hallo. Hallo. Hallo, Tag. CGF. Wollt ein Schwimmbad? Was wollt ihr denn, hey? So, hallo. Wir dürfen kurz hochkommen, ein wenig plaudern über das Leben des Ehepaars Sitter. Und Sie sagen, Sie sind 60 Jahre verheiratet schon? Im Herbst waren wir 60 Jahre verheiratet. Ja, ist ja unglaublich. So lange hat mein Mann mit mir aber auch ich mit ihm. Mein Mann war Flüchtling und war auch noch katholisch, das war früher nicht so wie heute. Mir war alles hier evangelisch, er war katholisch, so war, da musste man das erste Mal geheim halten. Lange, lange Zeit. Das heißt, Ihre Eltern hatten was dagegen eigentlich, dass Sie mit einem katholischen Jungen... Und meinem älteren Freund hatte meine Eltern erst was dagegen. Seine Mutter hat auch was dagegen. Ich war eine Einheimische, das war auch nicht so, die wollte das auch nicht. Die Trauben hingen also ziemlich hoch für den Flüchtlingsjungen aus dem Sudetenland. Also Sie haben sie in der Schule gesehen, kennengelernt, aber wann haben Sie sich verliebt in das Frau zu wissen. Und dann sind wir in dem Hof gewesen, wo mein Mann gewohnt hat. Dann hat er oben zum Fenster rausgeguckt. Dann hat er zu seiner Mutter gesagt, die hat unten was geputzt oder was bei den Leuten. Dann hat er zu seiner Mutter gesagt, die heirate ich mal zu mir. Da war ich natürlich böse, wie das gesagt hat. Gell? Was zeichnet denn Ihre Frau aus? Was ist denn so das Besondere an Ihrer Frau? Du nur nichts verraten. Was? Du bloß nichts verraten. Das geht ja nichts an. Jetzt muss mir schon was gefallen, los, sonst hast du nicht so lange mit mir ausgehalten. Wie mein Mann herkam, mir hatte ich kein Schwimmbad zu der Zeit. Da habe ich mir gesagt, das war so ein Löschweiher, war das so ein Verdreckste. Mein Mann konnte schwimmen, der konnte alles. Und wenn sie jung sind, dann gefällt ihnen das auch an jemand, gell? Fischstäbchen. Zwei Söhne und drei Enkel haben die Sitters. Ein Sohn wohnt mit seiner Familie im Haus. Enkel Joshi ist 13 und profitiert natürlich vom Schwimmbad neben dem Haus.
Okay, dann gehe ich nochmal kurz. Kannst du dich nochmal kurz erfrischen? Ja. Seine Oma erinnert sich gern an die Zeiten, als an dieser Stelle noch der Löschteich der Feuerwehr war. Wir haben immer die Frösche da drin gefangen, weil so viel Frösche da waren als Kind. Das kann schon mehr, kann ich nicht dazu sagen. Das vielleicht kleinste öffentliche Freibad Hessens ist auch beliebter Spielplatz des 400-Einwohner-Dorfes. In Zeiten Klammerkassen ein kleines Wunder, dass es das Freibad noch gibt. Grund, es gibt einen Förderverein, der Geld einsammelt und Feste organisiert. Chefin des Vereins ist die Schwiegertochter des Ehepaars, Sitta. Was ist das Besondere hier? Das Familiäre. Also wir haben dieses Jahr einen neuen Bademeister, der gekommen ist. Und der hat gesagt, schon nach einer Woche, also es wäre so toll, das Familiäre hier, das alles. Jeder kennt jeden, jeder passt auf jeden auf, jeder kümmert sich, es ist keiner alleine. Selbst wenn die Kinder alleine ins Schwimmbad gehen, jeder guckt nach denen und passiert hier eigentlich nichts. Was für ein schönes Kleinod. Man möchte das Freibad und Familie Sitter gar nicht mehr verlassen. Doch wir müssen weg und versinken wieder in der Gluthitze dieses Sommers. Ja, vielen herzlichen Dank, Peter Theissen. Unsere Gartenretter haben bei Ingrid Neumeier zurzeit alle Hände voll zu tun, denn hinter ihrem Haus soll eine grüne Oase entstehen. Heißt, alles musste erstmal umgepflügt und rausgerissen werden. Dafür hat sie die vier Profis mit den grünen Daumen engagiert, die gestern ja schon mal alte Steinplatten und Erde abgetragen haben. Heute kommt der nächste Schritt. Aus diesem hässlichen Garten soll eine grüne Oase werden. Das heißt, es gibt jede Menge zu tun. Rund 3 Wochen buddeln und pflanzen. Ein Großeinsatz für die Gartenretter. Das sind Baustellenleiter Flori, sein Vater Alois, Christoph und der Azubi Matthias alias Pfaffi. Dieser alte Garten soll einem neuen Freizeitparadies weichen. Dafür musste die Mauer fallen und der alte Boden entsorgt werden. Zweiter Tag auf der Baustelle. Für die Gartenretter geht's heute an Terrasse und Teich. Dann können wir zwar gleich die Terrassen aussprühen. Ja. Legen wir das gleich fest. Mhm. Die Terrasse darf ruhig ein bisschen größer sein. Das wären jetzt die 240. Wir werden noch eine Reihe dazu. Also dann praktisch, da kommen dann noch 3, 4 Reihen mit dazu. Nur bei der Teichgröße gibt es Meinungsverschiedenheiten. 4 Meter. Oh, wäre da ein bisschen größer. Ja, aber ich hätte sie mindestens auf 5 Meter gemacht. Weil sonst ist das ja so ein Tümpel. Ein Tümpel soll es auf keinen Fall werden. Da ist der Gartenprofi unerbittlich. Für den Teich holt Flori ganz weit aus. Nach einer Stunde ist auch Ingrid Neumeier mit dem Grundriss für ihren neuen Garten glücklich. Und die Jungs fangen gleich mit dem Aushub an. Beim Bau der Terrasse steht jetzt nur noch der Trog im Weg. Flori muss den 300-Kilo-Koloss umsetzen. Was der Baustellenchef nicht bedacht hat, der Trog bringt den Bagger an die Grenze seiner Belastbarkeit. Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann kriegt er einen Impuls nach vorne und dann klappt mir der ganze Bagger um. Das ist jetzt ein bisschen, weil das eigentlich schon an der Grenze vom Hebfähigen ist von dem Bagger. Also, ich muss ihn auch noch rausheben, auch irgendwie. Also Leopold, geh in Deckung, wenn der Bagger geht. Das Hauptproblem ist der Höhenunterschied. Auf keinen Fall darf der Bagger jetzt nach vorne kippen. Ah. Oh, das ist scheiße. Millimeterarbeit. Aber kaum erreicht der Trog den sicheren Boden, hat Flori wieder einen Spruch parat. Geht doch alles ganz einfach. Jetzt ist der Weg frei für den Kiesunterbau unter der Terrasse. Oben leuchten die Sterne und unten, da stampfen wir. Oder besser, der Lehrjunge stampft. Sein erster großer Job am Stampfer. Gut, dann. Tun Schock rein. Das gibt ein Lob vom Chef. Aber wohl zu früh gelobt. Was ist das? Was machst denn du? Kannst du das schaffen oder was? Was machst du mit dem? Keine Ahnung, nix. Zieh nochmal an.
5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Jetzt hat Pfaffi den Dreh raus. Mit Tipps vom Chef und etwas mehr Druck im Daumen klappt's beim Lehrjungen. Auf der Baustelle wird unterdessen gebaggert, was das Zeug hält. Flori und Christoph sind mit dem Aushub vom Teich fast fertig. Doch das riesige Teichloch ruft die Hausherrin auf den Plan. Ingrid Neumeier hat Angst, dass von ihrem Garten bald nichts mehr übrig bleibt. Flori muss sie beruhigen. Wenn wir den jetzt so machen, also auf einer Seite ist er schön gleichmäßig und auf der anderen Seite haben wir noch mal so ein bisschen Bauchhall. Und wenn, das jetzt, wenn wir jetzt da drüben die Mauer haben, dann können wir halt hier noch eine schöne Bepflanzung reinmachen. Und hier noch eine Pflanzung daher. Ich baue keine Teiche unter 6x3 Meter, weil sie nicht funktionieren. Das geht nicht. Du brauchst einfach eine gewisse Wassermenge im Teich und einen gewissen Tiefenbereich, dass ich das Ganze wieder beruhigen kann. Weil wenn es bloß so ein flacher Tümpel ist, so ein kleiner, dann heizt er sich auf und dann habe ich Algenbrühe. Das Argument zieht. Die Hausherrin ist beruhigt und der Profi zuversichtlich, dass alles klappt. Da backerst und fangst an zum Kratzen und du hast eigentlich noch keine Ahnung, wie es werden soll. Und zum Schluss passt dann doch immer. Das ist immer faszinierend. Der Aushub ist fertig. Inzwischen ist auch das Teichvlies angekommen. Zirgen wir's auf, das war jetzt gut. Beim Gewicht verschätzt, Lehrling Pfaffi muss mit anpacken. Pfaffi, trockst du schon rein, oder? Der Lehrbuhr, die Kinder halt gar nichts mehr. Auf ein tragbares Maß runtergekürzt, können die Gartenjungs das Vlies jetzt mit aller Vorsicht auslegen. Und es gilt, aufpassen mit dem Messer. Das Vlies soll die spätere Teichfolie vor Rissen und Löchern bewahren. Der Teich ist soweit vorbereitet. Für den Bau der Terrasse muss Flori jetzt den Trog wieder zurücksetzen. Der rutscht. Das gibt's ja nicht, warum rutscht die? Ah, fuck, jetzt ist der Bügel dort. Wie kriegen wir den jetzt da rein? Jetzt muss man den Hahn da irgendwie einführen, dass er wieder in die Schellen da reinpasst. Jetzt ist aber der Bügel von dem Schlauchhalter noch dort und denkt halt auch keiner mit. Hauptsache machen. Der Bügel muss erstmal weg. Dann kann der Steintrog justiert werden. Wo müssen wir hin, nach vorne oder was? 10 Zentimeter da. Rüber zu dir noch, oder? Zu mir noch ein bisschen. Papi, drück einmal ein bisschen rüber. Ha? Oder lass mal. Nein, passt. Passt, oder? So. Die Zeit drängt. Die Gartenjungs müssen die Terrasse heute unbedingt fertig bekommen. Sonst weicht der Unterbau über Nacht wieder auf. Und Christoph gibt Vollgas. 2 Stunden später ist die Terrasse fertig. Genau richtig, denn jetzt macht das Wetter den Gartenrettern einen Strich durch die Rechnung. Ach, Scheißdreck. So ein Zuach wieder. Ah, voll ins Knack. Wir sind Weicheier. Aber trotz widriger Bedingungen haben es die Weicheier geschafft, der Kundschaft eine nagelneue Terrasse in den Garten zu zimmern. Mit ordentlichem Unterbau aus etwa 1,5 Meter Kies. Im Garten weiterarbeiten fällt aber für heute ins Wasser. Na, dann sag doch tschüss, bis morgen. Ich zähle auf Sie.